Hi, ihr Lieben. Ich möchte ganz gerne was Neues starten, und zwar, wie ihr es oben schon gelesen habt, Mac und der Herbst. Was bedeutet das? Ich habe bei den Ami-Videos immer mal ab und zu so gesehen, so die beliebtesten Mac-Herbstfarben, die beliebtesten Mac-Winterfarben und so weiter. Und ich fand das immer sehr hilfreich, gerade noch als ich dabei war, mir selber so meine Farben zusammenzustellen, fand ich das unglaublich gut, weil von den Online-Seiten her erfährt man nicht wirklich viel und die Farben sind einfach zu 100% verfälscht. Und Google auch ganz okay, aber ich finde, in so Videos oder zusammengestellten Tutorials kommt das immer noch ein bisschen besser rüber. Und die Möglichkeit möchte ich euch ja auch geben, Anregungen zu finden, oder ihr sagt mir, was eure Lieblingsherbstfarbe ist. Vielleicht lerne ich ja dann auch noch was dazu, und dass man sich halt mal wieder so ein bisschen austauschen kann. Und das würde ich mit diesem Video gerne erreichen. Und wir fangen einfach mal an. Und wen es interessiert, der bleibt bitte dran. So, dann lass uns loslegen. Ich habe mir das jetzt so überlegt: Ich erzähle was zu den Farben, die ich mir ausgesucht habe, und werde immer dazu die jeweilige Farbe einblenden und den Swatch auf dem Zeigefinger, damit ihr euch das einfach ein bisschen besser vorstellen könnt. Und wir fangen mit den Lidschatten an. Das sind 14 Stück an der Zahl. Meine persönliche Meinung, wie ich finde, die dem Herbst am meisten schmeicheln. Und lass uns einfach loslegen. Die erste Farbe ist Blank Type. Ich finde die persönlich einfach umwerfend, jetzt nicht nur für den Herbst, die ist eigentlich mein absoluter Allrounder. Ich benutze Blank Type jeden Tag. Sieht man vielleicht auch ein bisschen an der Kohle. Eine cremige, milchige, beigige Farbe mit einer unglaublichen Farbabgabeintensität. Und ich benutze sie ganz gerne für den Augeninnenwinkel zum Highlighten. Also sie ist wirklich das perfekte, beigige Weiß für mich. Und ich finde sie einfach fantastisch. Die nächste Farbe, das ist Naked Lunch. Ein wunderschöner Champagnerton, schimmernd und leicht ein Hauch Karamell mit drin. Und ich benutze sie sehr gerne zum Highlighten, also für den Brauenbogen oder auch hier unten am Wimpernkranz setzt sie nochmal so das perfekte Highlight. Und ich finde, Naked Lunch steht auch wunderbar für sich alleine. Also man kann sie super in der Lidfalte tragen, nur mit dieser Farbe, und sie wirkt einfach, vor allen Dingen im perfekten Licht, sieht Naked Lunch wirklich so richtig, richtig gut aus. Die dritte Farbe, das wäre, ich finde es eigentlich schon klassisch für den Herbst, Emma Lights. Eine wunderschöne, goldene, bronzige Farbe, eine Farbabgabe, intensiv und immens. Und ich finde, Amber Lights ist einfach der Klassiker für den Herbst. Eine starke, kräftige Farbe, und ich finde sie super toll. Und dem schließt sich gleich an Bronze. Und meine Meinung ist einfach, dass Bronze und Emma Lights das perfekte Duo sind. Emma Lights so in der Lidfalte und in der Banane, und Bronze noch ein bisschen in den Außenwinkel. Und die ergänzen sich beide so wunderbar. Von Emma Lights kommt so dieser Goldanteil, von Bronze hat dieses etwas dunklere, verruchte, leicht schmutzige. Es sieht einfach umwerfend aus, und ich finde, die beiden sind einfach ein perfektes Team. Wie Hatschi und Gesundheit. Die fünfte Farbe, das ist Antiqued. Ein tolles, rostiges Rot mit einer bräunlichen Nuance, schimmernd und traumhaft für den Herbst, aber nicht nur. Und ich finde, Antiqued lässt sich wunderbar mit braunen Farben tragen oder auch mit rötlichen, orangenen Nuancen, einfach perfekt. Dann Tatte Tint. Eine karamellige, matte, sehr farbintensiv. Und ich benutze sie wie folgt: Wenn ich jetzt zum Beispiel gerne mit Brauntönen arbeite, nehme ich sie immer nochmal über dem dunkleren Lidschatten
und versuche da noch mehr so die Tiefe herauszuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, was ich meine, aber das kann man wunderbar machen mit so Orangetönen, nochmal am Ende so ausblenden lassen. Das verleiht dem ganzen Augen-Make-up nochmal eine gewisse Tiefe, eine gewisse Feinheit. Es sieht einfach wunderschön aus. Und das klappt mit Tatte Tint sehr, sehr gut. Und wenn wir so schon bei orangenen Tönen sind, finde ich, unerlässlich ist für mich Rouge oder Rouge. Ein kräftiges, mattes Orange. Und ich finde einfach für den Herbst, wenn wir schon dabei sind, gehört Rouge einfach mit dazu. Dann Cranberry. Eine traumhafte, burgund, weinrote Farbe. Schimmernd, auch wunderschön für Weihnachten geeignet, aber ich finde so in den Herbst in seinen Gold, Rottönen ist einfach Cranberry ein absolutes Muss. Und ich mache das immer wie folgt, ihr kennt bestimmt die Kombination aus Cranberry und Artifact. Und als ich damals Artifact haben wollte, hatten sie ihn leider ausverkauft im Onlineshop und dann war ich bei Benefit und Benefit hat genau die gleiche Nuance in Stiletto. Und die schaut so aus und die nehme ich dann immer als Base zusammen mit Cranberry und sieht richtig gut aus. Dann, weiter so bei den rötlichen Tönen, finde ich, ist Sketch auch unerlässlich. Ein braun-lilaner, leicht glitzernder Lidschatten hat jetzt nicht die dollste Farbabgabe, aber ich finde so in Kombination mit Cranberry oder auch mit anderen braunen Tönen ist Sketch nochmal so, na, es kitzelt nochmal ein bisschen was raus. Und ich finde, er gehört irgendwie in diese Herbstaufzählung mit dazu. Dann eine von mir sehr, sehr geliebte und ich glaube eigentlich auch, er gehört auch zu meinen Favoriten mit dazu, ist Mulch. Marsch. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Eine sehr schöne braune, schimmernde Farbe, sehr warm, wie ich finde, und bildet auch so zusammen so mit Sable oder Patina ein fantastisches Augen-Make-up und der lässt sich super verteilen. Die Farbabgabe ist enorm und ich finde, wenn ihr euch Maisch zulegt, da könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Weiter eine Aufzählung ist Espresso. Eine tolle matte Farbe. Ist jetzt von der Farbabgabe in Ordnung, nicht über die Maßen, aber in Ordnung. Und ist immer noch mal so schön zum Verblenden, wenn ich jetzt so mit Schwarztönen arbeite und ich aus der Farbe so ein bisschen herausgehen möchte, nehme ich immer Espresso und verblende das. Und so kriegt man immer so eine schönen feinen Übergänge hin, die so weich ineinander übergleiten. Und das klappt mit Espresso wirklich gut. Dann der Klassiker, Satin Taupe. Eine, wie ich finde, na, unbeschreibliche Farbe, taub sowieso, aber eine schillernde, schimmernde, zu allem passende Farbe. Ein wunderschönes Braun, wo ich finde, also ich hab meine Schwierigkeiten, es zu beschreiben. Ich hoffe, die Bilder sagen euch das, was ich versuche hier zu plappern. Dann Bruin, meine absolute Lieblingsfarbe. Ein mattes, intensives, dunkles Braun und ich finde, ein dunkles Braun gehört eigentlich in jede Lidschattensammlung mit dazu und ich finde das Brühen einfach unerlässlich, weil die Farbe der Hammer ist. Sehr stark, sehr intensiv und sehr schön. Und last but not least einfach der Klassiker, ein schwarzer Lidschatten gehört absolut dazu. Und ich muss mich so ein bisschen von Carbon wegbewegen, weil ich finde, Carbon nicht unbedingt die beste Farbe, die MAC hinbekommen hat. Ich bin da eher der Typographic-Fan. Die blende ich euch jetzt ein. Weil ich finde, Typographic ist nochmal tausendmal intensiver und schwärzer, als es Carbon eigentlich sein kann. Ich werde nochmal ein Video machen und da vergleiche ich die beiden noch miteinander, dass ihr das mal sehen könnt. Also Typographic holt wirklich alles aus Schwarz raus. Und ich finde, ein Schwarz ist im Herbst einfach, um auch so die Intensität, das Drama so aus dem Augen-Make-up rauszuholen, einfach unerlässlich. So, dann haben wir die Lidschatten schon geschafft und dann kommen wir mal zu den Blushes. Und das sind 6 Stück an der Zahl und das kann jetzt auch vom Geschmack abweichen, aber ich finde, ich habe so die rausgesucht, die ich
wo ich meine, die passen gut in den Herbst. Ich habe jetzt mal so Goldtöne außer Acht gelassen, das könnt ihr für euch selber entscheiden. Aber wir fangen jetzt mal an und zwar mit Peaches. Eine sehr beliebte Farbe von MAC. Matt, cremig, ein wunderschönes Pfirsich, eigentlich Pfirsich pur. Dann eine sehr beliebte Farbe von mir, das ist Tenderling. Ein ganz sanftes, blasses, helles Braun. Ich benutze es sehr gerne, wenn ich jetzt ein etwas dramatisches Augen-Make-up habe und vom Rouge her etwas verhalten sein möchte, dann ist Tenderling wirklich sehr, sehr schön, weil es nur ganz leicht die Wangen betont, ohne zu sehr aufzusetzen, aber dennoch sieht man es. Dann Blush Baby. Auch eine sehr interessante Farbe. Ich würde sie so ein bisschen unterteilen zwischen Rosenholz und hellem Braun. Matt. Eine schöne Farbabgabe und finde ich passt eigentlich auch zu allem Blush Baby. Also ich bin damals auf den aufmerksam geworden durch Tiffany D, wie durch viele Dinge von MAC. Aber ich finde Blush Baby ist einfach eine gute Investition, auf jeden Fall. Dann, wenn wir mal so zu pinken Tönen gehen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der im Herbst irgendwie extrem pinke Wangen trägt. Man kann das, finde ich, aus meiner Sicht nur mit einer Farbe von MAC und das ist Dame. Eine alt-rosafarbene Nuance und sie hat so einen leichten, also sie changiert im richtigen Licht ins Bläuliche, was der Sache irgendwie den totalen Knüller gibt. Also ich finde, sie passt irgendwie in den Herbst einfach. Ich weiß nicht, ob es durch das Changieren ist, aber sie hat irgendwas. Bei den kräftigen Farben finde ich, ist da für mich unerlässlich Plum Foolery. Eine wunderschöne, schimmernde, goldglänzende Kirschfarbe. Und ich finde, sie sieht einfach toll aus. Sie ist ein bisschen kräftiger, hat eine tolle Farbabgabe. Und ich finde, für den Herbst gehört sie für mich einfach mit dazu. Und das letzte Rouge ist einmal Ambering Rose. Und ebenfalls mit Goldelementen. Und geht schon ins rostige Terrakottafarbene. Eine sehr kräftige, starke, schöne Farbe. Und ich mag sie. Ja, das war MAC und der Herbst. Ich hoffe, es konnte euch irgendwas bringen. Ich fand es einfach immer nur damals hilfreich, so bei den anderen zu schauen, ein bisschen zu schmulen. Und so habe ich mir meine Anregungen geholt. Und ich hoffe, bei euch klappt das auch.